Was geht, Freunde? Heute leider nicht so glückliches Thema, glaube ich. Trotzdem euer Lieblingshund Kiro am Start. Ich muss wirklich überlegen. Warte mal, jetzt werde ich hier angegriffen, Digga. Jetzt, warum jetzt? Und zwar, Freunde, habe ich mir auf jeden Fall ein paar Gedanken gemacht wegen der ganzen Rätselthematik und mich macht das langsam wirklich echt fertig. Ich verstehe einfach nicht, warum ich nichts bekomme so. Ich bin einfach nur am Verzweifeln. Ich habe Snoopy geholfen. Hab mit Mira geredet, sie hat mir so viele Hinweise gegeben. Ich habe Snoopy sein Schwein wiedergebracht. Ja, ich habe auf den Rhythmus des Herzschlages gehört. Ich habe alles gemacht und ich bin, keine Ahnung, ich bin einfach nur überfordert. Ich gehe nochmal hier nach oben. Ich habe auch eine Ender Chest dabei. Wir können gleich nochmal das Rätsel gemeinsam durchgehen. Ich will einfach nur wissen, was es jetzt schon wieder gibt. Weg, Alter. Hier, Familie. Wegen Familie. In allen Himmelsrichtungen verteilt findest du deine Macht so stark wie der Zusammenhalt zwischen dir und deiner Familie. Und ich sag euch ganz ehrlich, dass dieser Satz, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der stimmt. Ich habe ja letztens mit meinen Höllenkriegern-Leuten versucht, hier das Rätsel irgendwie noch voranzukriegen, dass wir in allen Himmelsrichtungen laufen. Die haben mich einfach nicht ernst genommen, so. Oder die haben die ganze Zeit nur Quatsch gemacht. So. Ich bin der Anführer der Höllenkrieger zusammen mit Timmy und selbst Timmy hat sich einfach nicht zusammengerissen. So. Sind jetzt mittlerweile auch über Löcher, also jeder disrespected einfach hier Miras Bauwerke. Und keine Ahnung, also keiner ist irgendwie so richtig auf meiner Seite. Ich weiß halt nicht, ob die Leute überhaupt wollen, dass irgendwas, was in dem Ei drin ist, rauskommt. Ich dachte irgendwie, wir kriegen nach und nach irgendwie unsere Kräfte und Stärken und alles drum und dran. Snoopy hat sein Schwein bekommen, aber was ist das denn für eine Prüfung? Sein Schwein wird ihm genommen, er hat einen emotionalen Zusammenbruch gehabt. Ich helfe ihm wieder, sein Schwein hier in der Mitte von diesem Kräftetempel, Himmelstempel zu kriegen. Und nichts klappt. Und dann werde ich einfach nur verarscht von meinen eigenen Höllenkriegern-Jungs. Versuchst Yu zu opfern, was leider nicht geklappt hat. Ente habe ich dann geopfert, was auch nichts bewirkt hat. Er hat sich dann einfach nur rausgebaut und ist jetzt einfach ultra sauer auf mich. Da muss ich mich definitiv bei ihm auch noch entschuldigen, weil er ist im Herzen, ist er mein Schnabelbruder. Und ich dachte halt, dass er auch natürlich mit dem Zusammenhalt meiner Familie gemeint ist. Weil ich meine, irgendwie sind wir ja verwandt. So. Wir sind die Schnabelgänger, wir sind die Schnabelbrüder so. Und ich bin jetzt einfach total überfordert. Ich habe mittlerweile ehrlich keine Ideen mehr. In den Kommentaren sehe ich auch, ihr seid ratlos. Ihr wisst eigentlich auch nicht mehr, was so los ist. Und da kam mir halt einfach nur eine Überlegung. Und ich weiß nicht, ich werde da später mit Timmy und mit den Jungs da vielleicht drüber reden. Aber irgendwie fühlt sich das so an, als wäre ich einfach kein richtiger Höllenkrieger dadurch. Ich meine, ich habe diese Buffs hier so. Resistenz, Feuerresistenz, Stärke und so. Ich hab die Buffs. Ich hab Snoopy sein Schwein gebracht. Ich kann mit Mira reden, aber irgendwie bin ich keines Items würdig so richtig, was mir Mira geben möchte. Und auch so die anderen Sachen. Ich meine, es ist ja nicht nur, sag ich mal, das Item, was mir fehlt. Ich kann euch noch was komplett anderes zeigen. Und zwar geht es noch um viel, viel mehr, weil ständig seitdem das losgegangen ist mit Snoopys Schwein. Und diese Rätsel von dem Buch und alles drum und dran, ist plötzlich das größte Chaos überhaupt wegen der YouTuber-Insel ausgebrochen. Ich zeige euch einfach mal, es ist komplett eskaliert, wenn wir jetzt hier einmal durchgehen. Das muss man wirklich mal gesehen haben. So, es fängt eigentlich hier hinten schon an. Hier bei Mooney. Da, das war der Startschuss, sag ich mal. Ihr Haus, was hier mal stand, komplett weg. Einfach komplett vernichtet. Warum? War zwar wegen der Dummheit von Snoopy und so, aber es ist weg. Was haben wir als nächstes? Irgendwas da hinten. Genau, Timmys Haus. Timmys Haus, wo er eine Hochzeit planen wollte, wo wir zwar eine Falle stellen wollten. Okay. Zerstört worden. Aber im höchsten Maße. Ja? Das hier ist ja nicht mal irgendwie untertrieben oder so. Das ist einfach im höchsten Maße. Und als wäre das nicht schon genug, ja? Muss das ja überhaupt noch komplett weitergehen. Und zwar haben wir hier beim Alpha Tower, was früher unser Zuhause war, hier ist so ein fettes Loch, überall Obsidian von den dämlichen Kristallkriegern. Da hinten bei unserem Gefängnis ist irgendwie alles kaputt, was damals noch Hanlink gebaut hat, als er hier war. Hier kann man auch mal reingehen, alles hier so überflutet, hier ist komplett kaputt.
irgendwie hier über Löcher und drum und dran. Also, was macht das denn hier alles für einen Sinn? Alles, was wir aufbauen, machen die anderen sowieso kaputt. Und ich sag euch ehrlich, hier diese Insel habe ich nicht weitergebaut, weil sobald die fertig ist, wird die sowieso kaputt gemacht. Jetzt zeige ich hier euch noch hier das da. Der Raketenshop von Citastic. Alles kaputt gegangen. Da hinten bei der großen Krabbe haben wir ein Gerichtsverfahren gehabt. Das war nicht auf meinem Kanal, dazu müsst ihr die Videos der anderen gucken. Aber hier einfach alles die ganze Zeit. Man kann hier einfach keinen Frieden haben. Man kann hier nichts in Ruhe machen. Und das einfach nur, weil die irgendwelche paranoidischen Züge haben, dass sie denken, ich bekomme ein Item oder so. Wer hält mich jetzt zum Beispiel davon ab, dass ich Chaos Flo sein komisches, hässliches Haus da wegspreng? Wer hält mich davon ab? Wahrscheinlich niemand. So, und ich mach's aber nicht. So, das hier, die große Krabbe ist jetzt schon zum 10. Mal gesprengt worden. Die wird immer hässlicher. Aber was soll das denn ständig? Und deswegen bin ich da halt am Überlegen, macht es vielleicht Sinn, kein Höllenkrieger mehr zu sein? Mira redet auch nicht mehr mit mir, pass auf. Also ohne Witz, ich fühle mich aktuell von jedem und allen einfach hintergangen. Mira, Mira, Shatower, Mira, erhöre mich. Nichts. Mir fällt gerade auf, dass ich noch meinen Skin anhab mit dem Anzug, weil ich der Anwalt von Timmy war. Den Skin muss ich auch nochmal ändern. Hier, Kians Brücke ist auch wieder repariert, die wurde auch gesprengt. Und das von mir, aber ja, egal. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber sonst, hört, Mira redet immer noch nicht. Sie redet einfach immer noch nicht. Ich habe sie gerade gerufen. Sie reagiert nicht. Und ich bin langsam einfach am Verzweifeln, sage ich euch ganz ehrlich. Ich will doch einfach nur, dass das Rätsel endlich gelöst wird, weil Snoopy hat sein Ding bekommen, sein Rätsel. Ich kann euch diese Position auch nochmal zeigen, weil viele von euch haben das ja gar nicht bei mir gesehen. Beziehungsweise wissen gar nicht genau, um was es geht. Deswegen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Snoopys komischer Tempel, wenn ich überhaupt noch weiß, wo der war. Der hat da so ein super simples Rätsel bekommen und dann waren da auch noch Schilder, die das alles so bestärkt hat und alles drum und dran. Ich glaube, das war hier irgendwo. Warte mal. Nee. Hier drüben vielleicht. Ja, genau hier. Guckt euch das mal an. Bei Snoopy war einfach hier so ein kleiner Tempel. Da war irgendwie ein Lesepult gestanden oder hier war, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was hier war. Und hier steht, pflege es, bis es sich entwickelt. Snoopy hat klare Anweisungen von Mira bekommen. Und ich habe mit Mira persönlich geredet und sie hat nur mit Rätseln gesprochen. Wieso gibt es hier eine klare Anweisung für Snoopy und ich muss hier rumtun und rumrätseln, was ich hier eigentlich mache? Das führt einfach zu nichts. Warum passiert mir das? Ich habe halt auch schon überlegt, kann das vielleicht bei der Prüfung sein, dass ich geduldig sein muss, aber was soll dann von dieser Waffe, von dieser Macht, was soll diese Stärke dann bewirken? Wer sagt denn, dass ich überhaupt irgendwas bekomme? Und ich weiß halt nicht, ich will jetzt auf jeden Fall mit Timmy noch reden und ja, vielleicht war es das mit den Höllenkriegern. Ich fühle mich überhaupt nicht gewertschätzt. Ich fühle mich überhaupt nicht gewürdigt so. Ich will als Anführer die komplette Macht besitzen, mit den Jungs einfach alles zu tun. Wir wollen die YouTuber-Insel komplett umkrempeln, ja? Ich will der Anker für alle sein, ja? Die Steuern müssen eingetrieben werden, alles drum und dran. Eiserner Faust möchte ich regieren, aber das funktioniert halt einfach nicht. Denn ich habe einfach nur das Gefühl, dass ich nicht würdig bin. Mehr als das empfinde ich aktuell nicht. Jetzt muss ich erstmal... Ist Timmy online? Timmy ist online. Vielleicht ist er direkt bei uns in der Festung drin. Mal schauen, ob er jetzt dann da ist. Ich bin so frustriert. Timmy! Ja, Alter! Oh, Steichchen ist auch da. Cool, Mann, cool. Natürlich! Warum bist du so laut? Was geht, Schweinchen? Ich muss dich leiser machen. Du bist voll durchgedreht, Alter. Der, ich sag euch ehrlich, ich bin sauer. Ich bin sauer und traurig irgendwie.
Das ist die ganze Geschichte wegen dem Rätsel und Mira und Item und hey, das ich bin im Bruch, ich sag euch ehrlich. Nicht der Auserwählte, sag ich ja, ehrlich. Das denke ich halt auch. Das denke ich halt auch vom Auserwählten-Dasein. Ich habe Snoopy geholfen, aber was eigentlich mit euch? Habt ihr schon irgendwie ein Rätsel bekommen oder irgendein Item? Ah, wow, ich glaube, Alpersteinchen hat was bekommen. Ja, was denn? Das ist euch doch nicht, ey. Hä? Ja, okay, dann labert der bloß. Aber so, guck mal, ich sag's mal so, ich hab ja schon meine Fähigkeiten, ich hab Herzen und so von Anfang an gehabt. Ja, das war von Anfang an, das hat ja noch genau, nichts mit Mira deswegen, zu tun gehabt. Also ich brauch nicht mal irgendwas, weißt du, mir ist das eigentlich... Ja, okay, das stimmt. Voll schwach, Tibi. Ja, Bro, aber wenn ich will, dann fällst du trotzdem um wie ein Strohhalm. Ja, da hat er recht. Aber ich check einfach nicht, was soll das denn? Ich kann ja sogar mit Mira reden, aber warum legt sie mir einfach keine richtige Prüfung? Reden? Ja, also nicht mehr. Ich habe vorher habe ich noch mal mit ihr geredet, aber sie redet nicht mehr mit mir. Wie ist ihre Stimme so? Bisschen weiblich? Also ist auf jeden Fall weiblich. Aha, okay. Und aber denkst du, dass sie gut aussieht? Aber sie hat so einen dunklen Unterton, sag ich mal, in der Stimme, als wäre sie so ein Dämon. Oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch richtig gut. Höllkrieger Königin sein, ja, sag dir ehrlich, ja, ich glaube, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, deswegen ist ja auch Mira so auf den Dreh, uns Sachen zu geben. Ich glaube, ja, die hat uns schon so richtig gut im Fokus. Ja, vielleicht sollte ich mir mal ein bisschen schön machen für sie und mal sie einladen. Ja, ja, mach das. Ich kann mich später denken, dass Mira auf uns steht. Ja, aber ich check das einfach nicht. Warum spielt sie dann so mit mir? Warum macht sie das mit mir? Nur durch mich hat Snoopy wieder sein Schwein, aber ja toll, ich will auch mein Zeug bekommen. Bro, vielleicht hast du Mira sauer gemacht und jetzt ist sie erstmal mad auf dich und will nicht von dir wissen. Aber womit? Womit soll ich sie denn sauer gemacht haben? Deine Taten, die du gemacht hast, weil du zum Beispiel mich da verraten hast als Höllenkrieger. Ja, aber nein, das war ja eigentlich auch bloß ein weiterer Schritt, dass du erkennst, dass die Höllenkrieger deine Familie sind und Muni dich zu jeder Zeit verraten würde. Ja, das stimmt schon. Das war auch irgendwie ein Teil der Prüfung. Ja, habe ich auch anerkannt, aber ich sag dir ehrlich, wenn vielleicht eine höhere Stimme sagt, dass es vorbei ist, vielleicht ist es dann wirklich vorbei. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann somit eigentlich kein wahrer Höllenkrieger sein kann, oder? Wie, du bist kein wahrer Nein, nicht Schütz, ey, wir können uns nicht auflösen. Uff. Wenn wir uns auflösen, dann sind wir nicht stark, ey. Ja, ich weiß, deswegen, ich krieg einfach keinen klaren Gedanken mehr. Ich kann nicht mal mehr richtig schlafen, weil mich dieser Rätsel einfach so kaputt macht. Ich sag dir ehrlich, vielleicht sollten wir uns einfach zurückziehen oder du zurückziehen. Aber ich würde jetzt nicht die Höllenkrieger aufgeben. Das wäre so ein Schritt, den du nicht mehr rückgängig machen kannst. Wenn du einmal draußen bist, bist du immer draußen. Merkt ihr das? So ist unsere Grundregel, ich weiß. So ist die Grundregel und du bist dann vogelfrei, weil du ein Verräter bist, wie Sticks. Richtig, der richtig. Ist ja auch rausgegangen. Ja, und ich will auch meine Anführerposition natürlich nicht abgeben, so, weil sonst haben wir keine strategischen Pläne mehr so richtig. Ey, steig jetzt ins Tacklein! Du Leutnant, Alter! Der ist so ein Rekrut, ist der. Oh, der ist weniger als das, der hat bloß einen Stein im Kopf. Nicht mal das, ey, in dem Stein ist nicht mal was drin. Was macht der denn jetzt schon wieder? Er ist wie so ein kleines Baby, Bro, ey, wo bist du? Weißt du, genau wegen solchen Aktionen hat das letztens auch nicht funktioniert, dass wir in allen Himmelsrichtungen mal gelaufen sind. Ja, das ist seine Schuld gewesen, ja. Ja, ich weiß, von Snoopy und Steinchen, ihr habt euch nicht zusammenreißen können, so, was soll das? Bro, ich würde es jetzt nochmal eigentlich versuchen wollen, aber wir sind jetzt heute einer zu wenig, ich krieg ja sonst niemanden ran. Ich hab eine Idee, ich kann mich ja hin und her tippen mit einer Dings, mit so einer Enderperle, guck, dann laufe ich so... Und dann glaube ich so auch. Und dann so, vielleicht wird das dann getriggert. Ich verstehe, aber ich glaube, das bringt auch nichts. Lass versuchen, komm. Lass mal versuchen, aber ich glaube, das bringt auch nichts. Ab dafür. Oh. Ich glaube, Freunde, ich glaube nicht, dass das irgendwie klappt oder so. Aber mal schauen. Vielleicht hilft es ja auch, wenn wir hier in alle Himmelsrichtungen durch die Portale gehen gleichzeitig. Vielleicht hat das auch irgendwie einen Sinn. Bleiben die denn jetzt? Steinchen? Kommst du? Hallo? Was hast du gemacht? Ey, es ist krass. Steinchen bringt mich am Ende des Tages dann immer doch zum Lachen, hey. Ich bin wirklich...
Ich bin, mir geht's heute ehrlich nicht gut. Hey, was machen die denn jetzt? Gut, Mann! Was macht ihr denn jetzt? Wo bleibt ihr? Ja, der... Er lässt mich nicht hoch. Achso, der haut dich die ganze Zeit. Ja, der Blödmann, jetzt kann ich nicht hoch, Mann. Ja, genau so, sowas meine ich, ey. Oh, checkt ihr das? So. Na, no, das sind die Sachen. Wow, 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 ich komm. Ja. Steinchen auch hier? Aber ich glaube, dass die Theorie nicht wirklich ganz aufgeht. Ich bin mir sicher, wenn, also, wenn wir das vernünftig testen, dann brauchen wir halt 4 Leute. Schauen wir, vielleicht funktioniert das mit dieser Enderperlen-Theorie. Ja, 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 ja! Also, Timmy! Ich hab's! Na, gut. Okay, welche 2 Missrichtungen machst du da? Ich nehm N und ich nehm E. Okay, dann gehe ich Westen und Steinchen, du gehst Süden. Ich nehm G und R. Was? Ja, okay, dann seid ihr ready. Alles klar, wir versuchen es. 3, 2, 1 und los, 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 los. Klappt das? Okay, Steinchen ist schon mal durchgelaufen. Ey! Aber ich glaube, das mit der Enderperle funktioniert nicht. Nee, ich, nee, das klappt nicht. Nein, 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 nein. Hallo! Nee, es hat nicht geklappt, also ist nichts passiert. Wir sind eindeutig einer zu wenig. Oder ich habe auch noch eine Theorie, wenn wir uns jetzt in, also fehlt natürlich auch eine Person, aber wenn wir uns jetzt in eine Himmelsrichtung von den Portalen reinsetzen und gleichzeitig durchteleportieren, vielleicht klappt das ja. Wie meinst du durchteleportieren? Also einer geht hier durch das Portal, der andere hier und der andere hier zum Beispiel. Ja, kann man auch machen. Das müssen wir gleichzeitig versuchen. Ich nehme das Portal hier im Norden einfach. Seid ihr ready? Ich nehm das hier. Ja, ich hab das andere. Okay, 3, 2, 1 und reinstellen. Ey, Steinchen. Na, man kommt immer noch hier raus. Man kommt immer noch hier raus. Was ist das denn hier? Ey, ich finde, wir können hier auf jeden Fall eine Geheimbasis bauen, so, aber mehr halt auch nicht. Das ist ziemlich weit weg. Das ist sehr, sehr weit weg von der 00, von der Inselmitte. Vielleicht, aber vielleicht will Mira irgendwie, dass hier was geschaut wird, oder ja, so. Ja, können wir vielleicht ein bisschen die Zappelpicke angreifen. Oh. Ich hab halt, ich weiß nicht, warte mal, da oben, so. Das sieht voll komisch aus hier mit dem Sand, warte mal. Ja, lass doch mal hin. Vielleicht gibt's da irgendwas zum Sehen. Ja. Boah, es hat ja alles... Oh. Das sieht nämlich sehr komisch aus. Oh! Ey! Digga! Mein Totem wäre fast geprockt, bald. Egal, da hinten ist ein Rune Portal. Ich gehe das mal hier abchecken, aber ich glaube, da wird eh nichts drin sein. Safe Roll. Warte mal. Das hat bestimmt auch nichts damit zu tun. Oder? Wenn ich das Portal hier aktiviere? Genug Obsidian wäre es ja auf jeden Fall. Mal Kiste. Nichts Relevantes. Ich mach mal die Lava hier weg. So. Ich baue jetzt das Obsidian einfach mal ab und guck mal, ob das vielleicht zu einer Lösung führt oder so. Aber ich denk mal ehrlich gesagt nicht. Ich brauche 10 Stück insgesamt. Moment, ich habe 2 Stück. Ich pack die mal hier hin. Ich glaube wirklich einfach nicht dran. Auch ein paar Baublöcke, sonst komme ich da nicht voran. Die kommen jetzt auch gerade gar nicht zu mir, oder? Und jetzt, die sind noch da oben. Ja, ich habe denn jetzt auch davon nichts gesagt. Boah, ich probiere jetzt mal einfach das Portal hier zu aktivieren. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber egal. 6 Stück, komm schon, 7. Hier dann 8 und 9, zack. Und die 9. und dann hier noch 10. Und dann baue ich einfach mal das Pokal, der was für Pokal, das Portal einfach auf. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, hier rüber. Aber das wird auch wieder ein verzweifelter Versuch, denke ich mal. So, ich gehe durch, mal schauen, was dahinter sein wird. Wahrscheinlich nichts, was mit meinem Rätsel zu tun hat. Und ich komme hier bei der Festung raus. Das ist ja nur klassisch.
Nein, egal was wir hier tun, egal was hier passiert, es hat keinen Sinn. So, und da ist jetzt irgendwie hey, noch... Hey, wo seid ihr? Hä? Ah, Timmy! Ja, wo seid ihr? Guck mal, ich hab ein Portal da, bei da war ein Rune Portal, ich hab's jetzt aufgebaut und ich bin jetzt da hinten rausgekommen, ganz toll. Also egal, was ich versuche, es führt nicht zur Lösung. Bro, wir brauchen echt die vierte Person. Ja, das müssen wir... Das geht einfach nicht. Ja, und... Wir müssen uns da einfach zusammenreißen und das als letzte Theorie versuchen, auch wenn wir es schon mal probiert haben, aber ich glaube... Oder wir entführen einfach jemanden und der tut sich dann dahinstellen. Ja, ich habe Opfergaben schon versucht, aber... Es muss ein wahrer Höllenkrieger sein, von Herzen. Also Moni kann es nicht sein. Ja, definitiv nicht. Weißt du, hast du versteckt? Junge, wo warst du überhaupt? Aber oh, da, Mann. Wo du nicht warst, ey. Einfach, da war so ein Riesenhund bei mir und das hat mich einfach angegriffen. Digga, es ist... Ist das verrückt? Stalzchen, warst du eigentlich in der Grundschule? Nee, in der Hauptschule. Ja. Was? Siehst du? Sonderschule war der. Och, Steinchen. Steinchen, sag dir ehrlich, Alter. Du musst dich mal konzentrieren, Junge. Kiro will die Höllenkrieger verlassen, glaube ich. Ich fühle mich einfach nicht würdig, wenn das so weitergeht. Wir versuchen das nächste Mal. Wir versuchen das einfach das nächste Mal nochmal. Ein allerletztes Mal. Irgendwas muss dann einfach passieren. Ich kann mit Moni vielleicht sagen, nee, ich gebe dir jetzt keine Chance mehr. Was? Ja. Okay, das ist glaube ich dein Ding so. Aber Jungs, wir probieren das morgen oder so einfach nochmal. Ich muss einfach nochmal nachdenken, okay? Sicher? Also verlass die Höllenkrieger nicht. Nein, Junge. Nein, ich überlege, weil ich glaube, ich weiß, seht ihr mich denn als würdig an? Seht ihr mich als würdig an? Ja, Ja, von Wie? Dem. Hä? Das ist ein Zeichen, Junge, du sollst da bleiben, guck. Hä? Das war wirklich ein Zeichen, glaube ich. Habe ich doch gesagt, Alter. Mira, hörst du mich? Du bist ein Höllenkrieger, Alter. Oh mein Gott. Okay, das... Mira mit dir? Hä? Das war wirklich ein klares Zeichen. Ehrlich jetzt, da war gerade eine Frau. Ich glaube, du denkst noch zu sehr an Moni. Nein, Bro, die war genau hier, Alter. Das war so eine schwarze Gestalt. Okay. Bro, die war kurz da und ist dann wieder weggegangen. Ich hab sie zumindest doch, nicht Mann, gesehen, Alter. Warum habt ihr jetzt da eigentlich das Huhn gerade gekillt? Weiß ich auch nicht, weil einfach Steinchen die Kanäle machen. Kira, weil ich geb das Huhn zurück. Ey, Digga, ist das ehrenlos. Das ist so ehrenlos, Mann. Egal, ich verbrenne das. Egal, ich glaube, das war ein klares Zeichen. Und, wirst du jetzt Höllenkrieger bleiben oder nicht? Bro, das... Ich bleib. Wenn das ein klares Zeichen gerade war, Bro, das... Digga, das... Natürlich bleibt der Junge. Wir schaffen das. Wir trommeln einfach morgen noch einen Höllenkrieger zusammen oder noch mehr und wir versuchen das dann einfach nochmal. Ich gebe das Rätsel nicht auf, Freunde. Das war ein eindeutiges Zeichen. Okay, Freunde. Ich bin dann... Ja. Ich geh dann erstmal. Okay? Danke fürs Aufmuntern, ehrlich, Jungs. Außer du, Steinchen. Außer du, Alter. Wir sehen uns. Okay, Freunde. Habt ihr das gesehen? Dieser Zombie-Fight... Picklin, der einfach auf den Huhn gereitet ist, der ist da plötzlich erschienen, glaube ich. Der ist da nirgendwo reingelaufen, das war wirklich ein Zeichen. Oh mein Gott. Okay, wir versuchen es weiter. Ich glaube, das kann ich nicht einfach so unkommentiert, unversucht lassen. Freunde, lasst ein Like da und abonniert unbedingt, wenn ihr dazu nichts mehr verpassen wollt. Das war ja gerade... Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie noch so emotional, aber irgendwie, ich habe jetzt gerade auch so Hoffnung, ich weiß gerade gar nicht, wohin mit mir, egal. Freunde, ihr werdet sehen, was noch irgendwas passieren wird, das war einfach ein Zeichen. Leute, let's go.